Ich habe vor einiger Zeit schon mal ein Video gemacht über die EU und da halt mehr oder weniger erläutert, warum mir das nicht gefallen will, dieses Konstrukt, warum ich das für antidemokratisch und falsch halte. Da schreiben mir gelegentlich Leute immer noch und sagen, wie kommst du denn auf so einen Gedanken? Das ist doch total demokratisch, diese EU, da gibt es ein Parlament sogar. Und auch die Amerikaner sagen, die EU ist demokratisch. Also sie arbeiten ja eh nur mit demokratischen Staaten zusammen und verteidigen die mit der NATO. Und die haben auch gesagt, die EU ist demokratisch. Die meisten Länder für sich dann sowieso, außer jetzt Ungarn. Da sagt man immer, das geht ein bisschen in Richtung Autokratie. Deswegen werden die dann auch zu so Demokratiegipfel oder sowas nicht eingeladen. Aber ansonsten als Ganzes ist die EU doch demokratisch. Und auf der anderen Seite wundern sich dann wieder viele Leute, wenn die Führerin der EU, Frau Leyen, wenn die so in der Welt herumreist, meistens so im Huckepack oder halt im Begleittross von irgendwelchen Staatschefs, Macron oder so, da schließt sich die immer gern an. Aber wo die dann hinkommt, beispielsweise dann in Afrika oder in China, da wird die dann entweder gedemütigt oder missachtet oder man nimmt sie gar nicht wahr. Und da fragt man sich dann wieder, ja, wie kann denn jetzt das sein? Das hat auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun, die beiden Phänomene, aber vielleicht doch, wenn man mal ein bisschen über Macht nachdenkt. Das kann man eigentlich ganz schnell erklären, wie Macht entstanden ist. Das ist mehr oder weniger jetzt eine mythologische Erklärung natürlich. Man sagt mal, bevor es menschliche Gesellschaften oder Staaten gegeben hat, da hat halt die Gewalt geherrscht. Das heißt, wenn jemand irgendwas wollte oder gesagt hat, die anderen haben was zu essen, wir nicht, das holen wir uns jetzt, dann sind die da halt hin und haben die alle erschlagen und sich das dann angeeignet. Das ist sehr umstritten, diese Theorie. Es gibt auch konkurrierende Theorien, die zum Beispiel sagen, dass Menschen grundsätzlich kooperativ sind und eigentlich natürlicherweise eben zur Zusammenarbeit neigen, weil das in den meisten Fällen ja auch dann allen Vorteile bringt, weil man mit mehreren Leuten Dinge tun kann, die man allein nicht schafft. Ich bin da jetzt nicht so belesen, dass ich sagen könnte, was der momentane Stand der Forschung ist. Ich kann mir beides vorstellen. Jedenfalls gab es dann irgendwann Staaten, die dadurch entstanden sind, dass wir gesagt haben, eben wir haben ein gemeinsames Interesse und wir müssen das irgendwie bündeln und müssen verhindern, dass das ständig alles in Gewalt ausartet. Und je besser wir das organisieren und je mehr dieser Staat bei seinen Bewohnern, die halt die Träger ja dann auch sind, bei denen Legitimität und Ansehen genießt, desto stabiler wird es und dann kommen wir ohne Gewalt aus. Das kann manchmal auch schief gehen, das haben die alten Römer dann gemerkt, als die Vandalen, die germanischen Vandalen dahergestürmt sind und die Römer gesagt haben, ah ja, servus Vandalen, jetzt verhandeln wir mal, was ihr so wollt und so. Und die Vandalen haben gesagt, nee, wir haben hier einen Stock und den hauen wir dir auf den Kopf und unser Führer ist jetzt hier der Kaiser und du verzupfst dich. Aber im Großen und Ganzen hat es mit den Staaten schon einigermaßen so funktioniert. Immer mal wieder kurze Zeit oder auch mal längere. So kann man Macht praktisch in der Gesellschaft, glaubt man zumindest, kanalisieren. Irgendwann ist man dann sowieso auf die Idee gekommen, dass man diese Macht ja auch gewissermaßen entmaterialisieren kann. Also dass eben nicht mehr mit Stöcken zugeschlagen wird, sondern dass die Gewalt in das Geld übergeht und das Geld dann die Gewalt ausübt. Und da kommt man schon an so einen Punkt, wo man dann die Macht ein bisschen suchen muss. Weil im Grunde muss es in jedem Staat irgendeine Art von Übereinkunft geben, sonst fliegt er auseinander. Das heißt, wenn jemand Kaiser oder König oder Führer oder sonst was ist, dann kann er das nur so lang bleiben, solange das alle akzeptieren. Wenn die sagen, nee, das gefällt uns nicht und weg mit dir, dann stürzen die den wieder. Jetzt außer es sind die Deutschen, weil die fügen sich immer. Aber ansonsten hält es dann nicht lang. Also diese Übereinkunft muss auch irgendwie ständig neu verhandelt werden. Hat ja mal der Chef von der EU, der frühere Führer da, der Herr Juncker, hat einmal gesagt, die Politik funktioniert im Großen und Ganzen so, wir muten den Bürgern, den Leuten, den Untertanen etwas zu, dann schauen wir, ob das funktioniert. Und wenn die das akzeptieren, dann können wir die Schraube Nummer eins weiterdrehen, dann können wir sie noch mehr unterdrücken und noch mehr von ihnen fordern. Man muss halt immer schauen, dass der Punkt, wo es dann Bums macht und das zusammenklappt, den muss man vermeiden. Jetzt nehme ich mal ein zufälliges Beispiel für solche Übereinkünfte, was Macht und Gewalt angeht, wo man vielleicht selten dran denkt, wenn man sich fragt, wer entscheidet denn eigentlich, wer in welcher Wohnung leben kann oder wohnen darf.
Das nehmen wir für völlig selbstverständlich und sagen dann, ja, das regelt der Markt. Also wer das zahlen kann, der kriegt die Wohnung, wenn der Vermieter sagt, du gefällst mir auch. Und wenn ein anderer kommt und zahlt mehr, dann zieht der da ein. Also im Grunde sieht man da, wie die Gewalt entmaterialisiert wird und dann aber wieder als Gewalt zurückkehrt. Weil ob jetzt der Reichere sagt, ich hau dir einen Stock auf den Kopf und nehme dir die Wohnung weg und du bist da raus, sonst hau ich nochmal zu. Oder ob er sagt, hier ist mein Geld und du verpisst dich jetzt. Das kommt letztlich aufs Gleiche raus, von der Wirkung her aus. Die Beule wird natürlich vermieden unter Umständen. Aber wir jedenfalls nehmen das als völlig selbstverständlich, das regelt der Markt. Das ist aber alles andere als selbstverständlich, was einem klar wird, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt. Es ist genauso denkbar, dass zum Beispiel in einer Gemeinde oder in einem Stadtviertel, in einem Dorf, halt eine bestimmte Anzahl von Räumen, von Häusern da sind und eine bestimmte Anzahl von Leuten, die wohnen wollen oder müssen. Da könnte man sich jetzt auch zusammensetzen und sagen, ja, was haben wir da? Eine Drei-Zimmer-Wohnung, die haben zwei Kinder, dann kriegen die diese Drei-Zimmer-Wohnung. Dann haben wir noch eine Einzimmer-Wohnung, ja, der ist allein, dann kriegt der die Einzimmer-Wohnung. So könnte man das lösen. Und wenn dann der Einzelne sagt, ich habe aber viel mehr Geld, ich will die Drei-Zimmer-Wohnung, dann könnte die Gemeinde auch sagen, Geld spielt hier keine Rolle, es geht um Bedarf und Bedürfnis und wie man das erfüllt. Also die Geschichte, dass wir darüber den Markt, also die Gewalt über Geld entscheiden lassen, beruht auf einer Übereinkunft und sonst gar nichts. Wenn die Leute sagen, das gefällt uns nicht mehr, wir wollen das anders machen, dann wird das anders gemacht. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber im Grunde ist eines der zentralen Probleme in der Gesellschaft und dann natürlich einem Staat immer, wie diese Macht sich hält, wie die organisiert wird und wie man die sichert dann. Hat man im Laufe der Geschichte immer wieder gesehen, manchmal reicht's den Leuten, dann versuchen die alles umzuschmeißen. Und dann ist es bisweilen ganz schön schwierig und hin und wieder auch unmöglich, die alten Verhältnisse, diese Machtverhältnisse zu erhalten. Da kam hinzu, dass die Bevölkerungen, die da beherrscht werden mussten von den Herrschern, ja auch immer größer geworden sind. Also wenn im Mittelalter jemand ein Land regiert hat, wo 50.000 Leute gewohnt haben und ein paar hundert Jahre später waren das auf einmal 10 Millionen Leute oder 5 Millionen reicht auch schon, dann wird es schwieriger, weil man es dann mit der Masse zu tun hat und in der Masse gelten andere Gesetze als jetzt bei kleinen Gruppen. Und deswegen hat sich auch die Art der Organisation des Staates immer weiterentwickelt, zumal bei diesen großen Menschenmengen oder Massen auch die Unzufriedenheit dann natürlich gefährlicher oder gewaltiger werden kann. In jüngerer Zeit, also historisch jüngerer Zeit, hat man dann so Modelle gefunden, wo man Parlamente etabliert hat. Also gab es zum Beispiel in den USA, da ging es auch um dieses Problem, die ersten nationalen Führer dort, Washington, Jefferson, solche Leute, die standen vor dem Problem, dass sie irgendwie die Leute ruhig stellen mussten, dass die nicht sagen, wir hauen diesen Laden da irgendwie regelmäßig zusammen, sondern den Staat als solchen akzeptieren und damit auch die Herrschaft der Mächtigen. Und gleichzeitig mussten sie aber verhindern, dass es eine Demokratie gibt, der echte, wo dann bestimmte Dinge halt unberechenbar werden, weil die Bevölkerung ja nach Bedürfnissen geht und nicht nach den Plänen der Mächtigen oder deren Wünschen. Und in anderen Ländern hat man dann mehr oder weniger hier immer unterschiedlich, aber man ist in vielen Ländern auf diese Idee mit den Parlamenten gekommen. Auch in Deutschland, dann im Deutschen Reich unter dem Kaiser Wilhelm gab es den Reichstag, wo man im Nachhinein sagt, ja, das ist ja auch nur eine Vertretung von den Adligen und die haben ja gar keinen Einfluss gehabt. Aber ganz so war es dann doch nicht. Die haben zum Beispiel über den Etat entschieden. Etat ist ein interessantes Wort, weil heute verbinden wir das meistens mit Geld, also zur Verfügung stehendes Geld in einem Staat. Das bedeutet aber natürlich auch Staat selbst, wie der Ludwig gesagt hat, l'état, c'est moi. Also ich bin der Staat und das heißt auch mir gehört das Geld, ich bin der Etat. Und der Deutsche Reichstag unter Kaiser Wilhelm konnte über diesen Etat entscheiden. Das heißt, er hat letztlich nicht nur darüber entschieden, wie viel Geld für das Militär zur Verfügung steht, um Krieg zu führen, sondern auch, was dem Kaiser selber zur Verfügung steht, in einem gewissen Maße zumindest. Natürlich waren die da gebunden und konnten jetzt nicht einfach sagen, jetzt geben wir dem Kaiser gar nichts mehr, dann soll er halt betteln gehen. Das geht natürlich nicht, aber das ist schon ein ziemlich wichtiges Recht von einem Parlament, diese Entscheidung über den Etat. Und da fängt schon an mit der Europäischen Union. Das Europaparlament, das überhaupt kein Parlament ist, sondern höchstens, wenn man es von Parlare irgendwie herholt, dass die da halt reden,
Das ist es schon, die können da schon reden, es hört halt keiner zu, aber sie können nichts entscheiden. Und zum Beispiel können sie nicht über den Etat entscheiden. Aber langsam. Es besteht halt in so Staaten, wo es Parlamente gibt, immer die Gefahr, dass sich dann irgendwann da Demokratie einschleicht oder sogar der Anarchismus da wilde Blüten treibt. Und deshalb haben die Leute, die die Macht in der Hand hatten, auch über Traditionen, Hunderte in Europa, Tausende Jahre, haben im Laufe der Zeit immer wieder neue Techniken entwickelt, um diese Macht in den Staat so einzubauen, dass ihre Herrschaft nicht wirklich gefährdet ist oder so sehr gesichert, wie es nur geht. Auf der einen Seite natürlich durch starke Polizeikräfte und solche Dinge, Überwachung, Kontrolle, Strafen, Befehle. Und auf der anderen Seite aber auch durch Manipulationen von dem, wie die Macht verhandelt wird, also wie in der Gesellschaft eben über Bedürfnisse, Wünsche und Nöte und sowas gesprochen wird und wie das läuft und wie dann die Entscheidungen fallen. Weil wenn man jetzt mal von der Demokratie ausgeht, von demokratischen Gedanken, dann wäre es ja so, dass jetzt beispielsweise ein Gemeinwesen wie München oder Schwabing oder Bayern auf einer größeren Ebene, Deutschland wahrscheinlich schon nicht mehr, weil da gibt es ganz wenig, was wirklich so als gemeinsames Interesse gelten könnte und Europa natürlich sowieso nicht. Denn dann läuft es halt immer auf so Schlagwörter hinaus wie Freiheit, Frieden und so. Das ist schon alles wichtig, aber es ist nichts Konkretes. Die konkreten Probleme spielen sich immer in kleinerem Rahmen ab. Und da würde jetzt zum Beispiel, wenn ein bestimmtes Problem auftritt in Schwabing oder München oder Bayern, dann würde halt ein Parlament gebildet und dann würde dort debattiert, wie können wir das lösen, was gibt es für verschiedene Ansätze. Dann einigt man sich entweder gleich oder man stimmt halt dann ab und sagt, gut, es sind mehr Leute für diese Lösung. Vielleicht findet man noch einen Kompromiss, dass man ein paar Elemente von den anderen Lösungen auch mit einbeziehen. Aber jedenfalls ist dann eine Entscheidung getroffen. Wie das Parlament dabei zusammengesetzt wird, ist natürlich von entscheidender Bedeutung. Aber können wir jetzt mal am Rande vorlassen, ob die gewählt werden oder per Losentscheid, finde ich am vernünftigsten. Oder ob die einfach entsandt werden, von jedes Haus schickt so sein Vertreter. Das spielt dafür keine Rolle. Aber es könnte theoretisch in einem kleinen Rahmen auch die gesamte Bevölkerung an so einem Parlament teilnehmen. Wäre dann so eine Art, wie man früher tatsächlich das Wort Volksversammlung benutzt hat. Obwohl es natürlich nicht das ganze Volk war. Aber denkbar wäre das im kleinen Rahmen auf jeden Fall. Das ist natürlich, wenn man jetzt mal schaut, wer ist mächtig, jetzt in unserer heutigen Welt, früher waren es andere, aber im Grunde waren es doch die gleichen. Man könnte sagen, es sind Leute, hinter denen das Geld steht. Man könnte es auch sozusagen, Anführungszeichen, verschwörungstheoretischer formulieren und sagen, es regiert das Geld und es hat seine Vertreter, in denen es sozusagen verkörpert ist. Aber es sind so, ja, muss ich jetzt nicht einzeln besprechen. Jedenfalls die Leute, die über das Geld, weil das Geld ist ja die Gewalt im Staat und in der Gesellschaft, die über diese Gewalt verfügen, die haben damit auch die Macht, weil die können bestimmen letztlich, was passiert. Also jetzt nicht unbedingt, ob ich ein Bier oder zwei Bier trinke oder ob ich jetzt das eine Bier oder das andere, dunkel oder hell oder irgendwas, so ins Einzelne hinein nicht. Aber sie bestimmen doch, wenn man genauer hinschaut, ganz schön viel, was die Leute arbeiten, was sie arbeiten können, wo sie hin verharzt werden, wie man früher gesagt hat, wo sie wohnen dürfen, was sie denken sollen. Also es ist die Macht ist schon ganz schön tief in den privaten Leben drin verwurzelt und dringt da auch immer mehr ein. Wie so eine Brennnesselwurzel. Und deshalb ist denen natürlich daran gelegen, dass eine solche demokratische, parlamentarische Gesellschaft unbedingt verhindert wird, weil damit ihre Macht schneller weg wäre, als sie schauen können. Ist ja zum Beispiel, selbst in den schlimmsten Zeiten ist es so, dass eigentlich immer eine Mehrheit gegen Krieg ist. Und es muss aber nun mal Krieg geführt werden, weil diese Mächtigen das wollen. Die sind mit der Waffenindustrie, verdienen die einen Haufen Geld, die brauchen Rohstoffe in fremden Ländern und so weiter. Also Krieg muss sein und man muss die Leute dazu kriegen, dass sie das akzeptieren. Und deshalb darf es eine Demokratie nicht geben, weil das ist komplett unberechenbar. Da könnten die dann sagen, na, Krieg wollen wir nicht, verfürzen selber. Und deshalb hat man diese Idee erfunden mit der Repräsentation, was an sich jetzt auch noch keine schlimme Idee ist. Die kommt aus den USA übrigens, wo die ein bisschen komplizierter geregelt ist. Die könnte ich jetzt gar nicht genau erklären. Aber jedenfalls, man sagt dann, die Leute wählen jemanden, der dann ihre Bedürfnisse, Wünsche und Ansprüche im Parlament vertritt. In Deutschland ist es ähnlich von der Grundidee her,
Allerdings mit der Einschränkung, dass da drin steht, dass die Abgeordneten im Bundestag jetzt zum Beispiel eben nicht einem Wählerauftrag oder irgendeiner Verpflichtung aus ihrem Wahlkreis verpflichtet sind, sondern nur ihrem Gewissen. Und auch das ist gelogen. Das ist vielleicht eine Idealvorstellung, ihr Gewissen spielt überhaupt keine Rolle, sondern entscheidend tut die Partei. Und da kommt jetzt ein Element ins Spiel, was es weniger lange gibt, als man vielleicht denkt, und auf der anderen Seite doch schon länger ist, egal Parteien jedenfalls. Da steht jetzt in unserem Grundgesetz drin, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, und das ist natürlich eine absolute Lüge. Das ist vielleicht die Grundlüge, die eine Demokratie in Deutschland verhindert. Alle Staatsgewalt geht in Deutschland von den Parteien aus. Und die Parteien wiederum sind politische Interessensvertreter der Mächtigen. Die könnte man jetzt mit dem schönen Schlagwort finanziell-industrieller Komplex oder finanzkapitalistischer Finanzkapitalkomplex oder militärisch, wie auch immer man das nennt, aber es ist jedenfalls der Verbund der Reichen, die über das Geld verfügen. Und deren Interessen vertreten die Parteien, die stellen dann so Listen auf, wo sie halt Leute draufsetzen, die dann aber genau so abstimmen müssen, wie die Partei das vorschreibt, weil sonst kommen sie das nächste Mal nicht mehr auf die Liste. Und die Bevölkerung, also die sogenannte, das Wahlvolk, die haben damit jeglichen Einfluss auf die Politik verloren. Weil die dürfen nicht an Abstimmungen teilnehmen, die dürfen aber gar nichts abstimmen. Und sie können aber von ihren Vertretern, den Repräsentanten, auch in keiner Weise verlangen, dass die jetzt gefälligst mal das tun, was sie wollen. Weil der Vertreter dann immer sagt, nein, mein Gewissen sagt wir müssen Krieg führen. Und in Wirklichkeit sagt es ihm die Partei, beziehungsweise halt die Lobbygruppen, die dahinter stehen. Da könnte man sagen, ja, das ist so irgendwie schon das vorletzte Rudiment einer Restdemokratie. Und eigentlich hat es mit Demokratie überhaupt nichts mehr zu tun. Aber es geht noch einen Schritt weiter. Man könnte dann auch noch sagen, diese Parteien schicken da ihre Leute, die dann völlig fremdbestimmt da in den Parlamenten ihr Zeug runterreden. Deswegen sitzt übrigens meistens wahrscheinlich auch kaum einer drin in diesem Redesaal. Und wir trennen aber die Regierung, also muss man kurz einschieben, in einem repräsentativen System soll es eigentlich so sein, dass in diesem Parlament dann von den Parteivertretern, also von den Lobbygruppenvertretern, die Regierung wiederum beauftragt wird, dass sie das umsetzt, was die machen. Da ist man aber inzwischen drauf gekommen, es geht eigentlich viel einfacher, wenn wir die Regierung gleich selber kaufen. Dann sparen wir uns den Umweg übers Parlament, wo dann vielleicht ab und zu ja dann doch einmal was daneben gehen kann, was gelegentlich historisch schon oft gedroht hat, wo dann auch ganz schöne Anstrengungen unternommen worden sind, um das wieder in den Griff zu kriegen, fällt mir gerade ein, das sollte man auch noch erwähnen. Also als beispielsweise um den Wirtschaftsfaschismus ging, also den sogenannten Neoliberalismus, dass man den durchsetzt, da gab es gleichzeitig so ein gewisses Brodeln, könnte man sagen, in der politischen Landschaft und eine neue Partei damals, die Grünen, die dann gesagt haben, Schluss mit diesem ewigen Wachstum und wir brauchen Umweltschutz, wir brauchen Frieden vor allem, wir müssen aus der NATO raus und wir müssen die Macht des Militärs und der Waffenhersteller, die müssen wir jetzt mal beschränken. Und da haben die Mächtigen dann erkannt, jetzt wird es ein bisschen gefährlich, also die traditionellen Träger unserer Politik und unsere Interessen, CDU, CSU, FDP, SPD und FDP, habe ich schon gesagt, also CDU, CSU, FDP, SPD, wenn die das allzu deutlich weiterhin vertreten, diesen Wirtschaftsfaschismus, dann wählen die Leute am Ende die nimmer, sondern wählen die Grünen und die haben wir noch nicht im Griff. Also hat man sich dann dran gemacht, die Grünen zu übernehmen und hat da halt Leute reingepflanzt, die Ideen verbreitet haben und die auch tatsächlich so ganz handgreiflich andere aus der Partei hinaus geboxt haben. Ich kann mich noch erinnern, in den 90ern war so ein Pionier dann, nicht nur Joschka Fischer, sondern auch Oswald Metzger, so ganz, ganz schlimmer Wirtschaftsfaschist aus Schwaben, der in jeder Talkshow eingeladen war und überall da seine neoliberalen Parolen gepeitscht hat und der bei den Grünen war. Und diese Grünen dann auch mit anderen zusammen auf Linie gebracht hat. Und sobald die dann auf Linie gebracht sind, also genau das Gleiche vertreten, was die anderen auch vertreten, nämlich die Politik der Reichen und der Geldinhaber, sollte man sagen, dann können die auch mal regieren, weil dann haben die Leute den Eindruck, ah, schau, jetzt bricht eine neue Zeit an, jetzt haben wir wieder ganz andere Partei gewählt und es bleibt aber alles gleich. Es geht genauso weiter wie bis jetzt und es wird immer schlimmer, so könnte man auch sagen. Und dann muss man halt von Zeit zu Zeit wieder neue Elemente da ins Spiel bringen. Linkspartei zum Beispiel, die sind ja jetzt auch praktisch schon auf NATO-Linie und beim Neoliberalismus gelandet.
gibt es noch ein paar Ausnahmen, die man nicht genug loben kann, die sich da immer noch wehren. Aber im Großen und Ganzen ist die Partei jetzt auch eingerichtet und dressiert und wird dann möglicherweise auch irgendwann Regierung übernehmen können. Dann gab es auch in den 90ern, späten 90ern, Anfang der Nullerjahre Unzufriedenheit bei den Konservativen, also auf der anderen Seite. Und denen hat man dann auch eine neoliberale Partei vorgesetzt, die dann eben mit so einem Theater mit National und so versucht hat, deren Stimmen zu fangen, die AfD eben, die auch eine von Anfang an durch und durch neoliberale Partei waren. Auch ein Projekt übrigens dieser Geldverwalter, Geldinhaber. Aber zurück zur EU, da hat man dann noch eine einfache Lösung gefunden, hat gesagt, wir setzen da jetzt ein Parlament hin, das darf reden und sonst darf es nichts. Nicht über den Etat entscheiden, über gar nichts, die dürfen nur reden. Die werden genauso wie national halt auf Listen gewählt, die Leute dürfen also weder entscheiden, wer da reinkommt, noch wer da kandidieren kann. Und die Leute, die dann im Parlament sind, die dürfen gar nichts mehr, die ratschen dann da vor sich hin. Stattdessen bilden wir eine Autokratie, also so ein System mit einem Führer oder Führerin jetzt derzeit, die alles bestimmen, was mit Europa zu tun hat und das den Bürgern dann vorschreiben und zwar ohne jegliche Eingriffsmöglichkeit von irgendjemand. Wenn die zum Beispiel dann sagen, ja, Gurken dürfen nur verkauft werden, wenn sie ziemlich gerade sind, krumm, das ist dieses beliebte Beispiel mit den krummen Gurken, wenn ich dann sage, ich mag jetzt eine krumme Gurke kaufen, dann sagt die EU zu mir, nein, das darfst du nicht, weil die werden weggeschmissen oder verfüttert oder sowas. Und das ist eigentlich schon skandalös genug, wenn sich's auf das bezieht, für was die EU zuständig ist. Aber dann könnte man wieder sagen, na gut, für die entscheidenden Sachen ist sie ja nicht zuständig. Krumme Gurken hin oder her, ob jetzt ein Staat zum Beispiel Gas oder Öl aus Russland importiert oder Freundschaft mit Albanien früher, oder mit dem Iran schließt dann oder ein Abkommen macht mit den Taliban in Afghanistan. Das ist ja immer noch die Politik dieser Länder. Die haben ja eigene Regierungen, die tatsächlich gewählt sind, wie auch immer. Aber jedenfalls keine Autokraten wie die Leute da in der EU. Und da kommt jetzt eine neuere Entwicklung ins Spiel, die ich folgerichtig, logisch, aber natürlich auch mal wieder sehr gefährlich finde. Und das ist, dass die EU diese ganzen Dinge, die eigentlich auf Länderebene geregelt werden sollen und auch müssten, weil die gehen ja die Leute irgendwie was an und dann brauchen die zumindest die Ahnung oder das Gefühl, dass sie darüber mitentscheiden über Wahlen. Die EU-Kommission als absolut von niemandem gewähltes Feudalinstrument möchte das jetzt alles übernehmen. Und da kommt übrigens auch der Konflikt mit Ungarn her. Weil Ungarn sich eben weigert, bestimmte Sanktionen gegen Russland mitzutragen und deswegen weiterhin relativ günstig von Russland mit Energie versorgt wird. Und das passt der EU und den Autokraten dort und den Leuten, die hinter ihnen stehen, natürlich überhaupt nicht. Deshalb bezeichnet man die dann als undemokratisch, obwohl sie, was immer man davor hält, da von dem Herrn Orbán, in diesem Punkt zumindest demokratischer, also ansatzweise demokratischer handeln als die anderen, die absolut antidemokratisch handeln. Und da geht es dann jetzt eben um so Bereiche wie die Außenpolitik. Wenn dann die EU jetzt sagt, wir müssen endlich weg von diesem System, dass es schon eine gemeinsame EU-Außenpolitik gibt, dass aber da jeder einzelne Mitgliedsstaat sagen kann, nö, mache ich nicht mit und dann gilt das Ganze nicht mehr. Das nennt man ein Vetorecht, das eben Ungarn dort diverse Male schon ausgeübt hat. Aber in anderen Punkten auch andere Länder. Es ist nicht so einmalig, dass es nur die sind. Aber dieses Vetorecht muss abgeschafft werden, heißt es jetzt bei der EU-Kommission. Und es muss auch eine sogenannte qualifizierte Mehrheit rein. Das heißt, wenn Deutschland dann sagt, wir führen Krieg gegen Russland und dafür eine qualifizierte Mehrheit, wie immer man die qualifiziert findet, dann müssen die anderen alle mitmachen. Dann muss auch Ungarn mitmachen, obwohl die Ungarn selber, die Bevölkerung, eine Regierung gewählt haben, die ihnen versprochen hat, wir halten uns aus dem deutschen Krieg gegen Russland raus. Das ist dann sozusagen die Perfektion der Autokratie, weil dann nicht mehr nur das EU-Parlament ein Kasperltheater ist, das den Leuten vorgaukeln soll, dass sie in einer demokratieähnlichen
Situation sind, sondern dann werden auch die nationalen Parlamente, wie Bundestag und so weiter, die werden zu absoluten Kasperltheaterveranstaltungen. Auch die Regierungen natürlich dann erst recht auf Landesebene wie Bayern und so, die haben ja eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Die sind dann sowas wie der, jetzt bald Prinz King Charles oder so, die sollen halt rumrepräsentieren und so einen goldenen Apfel halten und ab und zu sagen Urbi et Orbi oder so. Aber ansonsten haben die nichts zu tun und vor allem hat man damit dann eingestanden, dass die ganzen Wahlen, alle Wahlen, die in Europa stattfinden, völlig für die Katze sind. Weil das Einzige, was man dann da noch tut, ist Listen ankreuzen von Leuten, die dann in ein Haus reingehen, ab und zu da auch drin sitzen und manchmal was sagen, was keiner hört. Und jetzt könnten wir gespannt sein, ob sich die Bevölkerung in Europa das gefallen lässt, dass sie so vollkommen entmachtet und von den rudimentären Resten einer Demokratie-Versuchsanstalt hinübergeleitet werden in die absolute Autokratie. Vom Gefühl her würde ich sagen, nein, das lassen Sie sich nicht gefallen, aber man weiß es natürlich nie, weil dazu müssen Sie ja erst einmal davon erfahren. Und das könnten Sie nur aus Medien und die berichten darüber nicht. Also können wir gespannt sein, wie das weitergeht und ob sich vielleicht eines Tages dann doch mal wieder genug Leute finden, die sagen, jetzt reicht's uns, jetzt hauen wir den, na, müssen wir ja nicht zusammenhauen, aber jetzt jagen wir mal ein paar Leute zum Teufel, die wo Dinge tun, die absolut nicht mehr akzeptabel sind. So darf man es vielleicht ausdrücken.